Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder fleißig bei Naked geshoppt. Das sind eigentlich hauptsächlich Sachen für den Frühling und ja, ich hoffe die Sachen gefallen euch. Ich habe euch auch wieder einen Rabattcode organisiert und zwar gibt es dieses Mal ausnahmsweise wieder mal 25% auf alles. Den Code schreibe ich da her, der gilt diese ganze Woche. Also falls ihr irgendwas braucht, schlagt es zu. Versand und Rückversand ist wie immer kostenlos. Und ich werde euch unten in der Videobeschreibung alle Sachen verlinken, die ich mir bestellt habe. Und wir starten gleich mal mit dem ersten Outfit. Und zwar möchte ich mit dem Top beginnen. Wegen dem haben wir jetzt auf Instagram eh schon ganz viel angesprochen. Das ist so eine Bluse. Die ist wie so ein Seidenstoff. Also mega, mega, mega schön. Ich glaube, die gibt es auch noch in anderen Farben. Und da werde ich mir definitiv auch nochmal bestellen, weil ich bin absolut verliebt. Das ist so 100% Eva einfach. Also sie ist cropped. Ihr könnt die da einfach binden. Also da auch, ups, variieren, wie ihr sie braucht. Toll gemacht, jetzt habe ich da einen Knoten drin. Auf jeden Fall, ja, die sitzt super. Ich trage in der Größe 36 und die hat da so einen Kragen. Und ja, ich finde die Größe passt optimal. Also kleiner hätte ich es wegen den Ärmeln auf keinen Fall nehmen dürfen. Und zu der Bluse trage ich eine neue Lederleggings. Die, Leute, sitzt so ist von gut. Ich habe normal immer Probleme, dass die Lederleggings da so komisch Falten werfen, weil eben Booty und Beine viel und Bauch eher schmal ist. Aber bei der ist es nicht so und die sitzt wirklich gut und ich finde generell Lederleggings ist so ein Must-Have in euren Kleiderschrank. Also so sehe ich das. Auf jeden Fall, die kann ich euch zu 1000% empfehlen. Sie hat da seitlich auch noch den Reißverschluss. Also ja, sitzt auf jeden Fall bombenmäßig gut und die ist auch voll stretchy. Huhu. Also ihr könnt euch mit der super bewegen und sie fühlt sich ja innen total angenehm an. Ich trage in der Größe 36 und sie ist wie gesagt echt mega stretchy. Also ja, ich würde sagen, sie passt mir perfekt. Ihr könnt es da eher Größe kleiner nehmen, würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr wirklich dünne Beine habt. Und ja, absolute Empfehlung. So, dieselbe Leggings, aber ein anderes Top. Und zwar dieses da. Das ist vom Stoff her gestrickt. Und hinten ist es richtig wow. Und zwar hat es da so ja, einen Satz aus Spitze. Finde ich auf jeden Fall super, super, super süß. Und um dieses Outfit komplett zu machen und komplett zu meinem zu machen, kommt da noch eine Oversized Jeans Jacke dazu. Leute, die ist so cool. Die gibt es in mehreren Farben. Ich habe jetzt das Mittelblau-Grau, glaube ich, genommen. Und was ich an der eben so mag, ist, sie ist zwar oversized geschnitten, aber sie schaut trotzdem nicht so bumstig aus. Also vor allem so von der Seite, wenn ihr schaut, ist sie genau da so in der Hüfte geschnitten. Ihr könnt die da anpassen, nochmal mit den Knöpfen. Und jetzt wollte ich noch was zeigen. Und zwar ist die aus dem letzten Haul. Zwar, die habe ich nicht dieses Mal bestellt, sondern letzten Monat diese Calvin Klein Tasche. Die ist aktuell mein absoluter Favorit. Die trage ich wirklich jeden Tag, weil sie hat die perfekte Größe. Da geht halt gerade so eine Taschen rein und Gürtel. Also die ist jetzt eh angerannt mit meinen Sachen. Und ich finde halt, sie passt einfach überall dazu. Ist sportlich und macht trotzdem was her. Ich glaube, die gibt es aber auch noch. Deswegen werde ich sie euch da auf jeden Fall auch verlinken. Und ja, das wäre jetzt mein fertiges Outfit. Dann geht es mit diesem Body weiter. Der hat da so elastische Straps und ist vom Stoff her relativ dick. Also den kann man auf jeden Fall ohne BH anziehen von hinten. Schaut der so aus und ich trage in dem eine Größe XS. Ich finde, der passt auch wirklich perfekt. Also ich kriege den auch gut zu. Und dazu habe ich eine Jeans an. Die ist aber aus einem alten Haul. Falls es die noch gibt, werde ich sie auf jeden Fall aussuchen. Das ist ja eins meiner Lieblingsmodelle, weil die ist extrem stretchy wie alle Naked Jeans und hat eben da diese Cutouts. Ich hoffe, ihr seht es jetzt so. Und ja, dann wollte ich euch unbedingt auch noch diese Schuhe zeigen. Die sind nämlich auch neu aus der Kollektion jetzt. So, und die neuen Schuhe wollte ich unbedingt nochmal von nahe zeigen, weil die sind einfach so besonders. Das sieht man von weiter weg nicht. Erstens mal, die sind da hinten offen. Also ich finde das für den Frühling richtig cool, weil dann kann man die wirklich ohne Socken anziehen. Und auch der Stoff da vorne ist eher so, ja, luftdurchlässig, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht man da jetzt leider gar nicht. Aber ja, ich mag die dicke Sohle. Und sie sind echt gemütlich und ja, sind mega stylisch.
Weiter geht's mit diesem super süßen Crop Top. Es ist mir leider ein bisschen zu klein vorne da. Ich hoffe, ihr seht es. Da die ersten drei Knöpfe drückt ziemlich auf. Also vielleicht hätte ich doch Nummer 38 nehmen sollen. Ja, das hat wie gesagt so Puffärmelchen. Und die Farbe ist total schön, weil das ist so eine Mischung aus Beige und Weiß. Ja, aber ich werde mir das definitiv in 38 umtauschen und dann werden Sie das sicher ganz oft bei mir sehen. Dann habe ich mir nur ein neues Top bestellt und zwar das. Das ist so off-shoulder geschnitten und sowas liebe ich ja über alles und generell beige. Ja, warum habe ich da jetzt den roten BH drunter? Weil der ist neu. Ich habe ja generell fast meine komplette Unterwäsche von Naked. Die haben die schönsten spitzen BHs. Also ich würde darunter jetzt keinen roten anziehen, sondern eher schwarz oder so. Ich finde es ganz cool, wenn es da ausschaut. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal den neuen zeigen. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal von nahe. So, ich zeige euch den jetzt nochmal von näher. Das Modell habe ich eh schon in 4 Farben und ich liebe den Bralette. Schaut einfach so schön aus. Der ist jetzt komplett ohne irgendwas, also er sitzt wirklich gut. Ihr könnt den auch zum Schlafen oder so anziehen. Und ja, dann zeige ich auch noch meinen schwarzen, weil den mag ich ja richtig gern. Der hat oben dann nur zusätzlich solche Straps, also den kann ich euch totalst empfehlen. Und ihr werdet den eh gleich unter meinem Kleid sehen. So, dann dieses wunderschöne Kleid. Ich finde das einfach so süß. Und das ist jetzt auch der BH, was ich gemeint habe, den ihr unterhalb sehen werdet. Das ist jetzt dieser mit den Straps. Da das durchsichtig ist, finde ich das richtig cool, wenn man da unterhalb so einen anzieht. Jo, das Kleid sitzt richtig gut. Ich finde es mega süß. Wie gesagt, unten ist es natürlich nicht durchsichtig, da ist es so doppelt. Und ja, ich trage in dem eine Größe 36 und es passt perfekt. Das würde ich jetzt im Frühling einfach mit der Jeansjacke drüber anziehen oder so. Und man kann natürlich nie genug schwarze Kleider haben. Das habe ich mir bestellt, das gibt es aber in verschiedenen. Ihr könnt es entweder vorne knoten oder auch hinten. Ich weiß nicht, was ich süßer finde. Auf jeden Fall, der Stoff von dem ist richtig weich und angenehm, weil ich war mir nicht sicher, im Internet war es irgendwie schwer zu beurteilen. Aber es sitzt wirklich extrem gut und ich finde es einfach so süß. Und das letzte Teil des Tages ist dieses rote Kleid. Und ich liebe rote Kleider und vor allem, wenn sie einen tollen Rücken haben, wie das da. Also ich bin absolut in love. Es passt perfekt, es gibt es auch in mehreren Farben. Der Stoff ist extrem dick und hochwertig, also ich kann es euch total empfehlen. Ich werde mir das auch sicher nur in schwarz oder so bestellen, weil ich finde so klassische Kleider zum Fortgehen immer mega cool. Also wenn man endlich wieder fortgehen kann. Ja, ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen und ihr könnt mir dann gerne auf Instagram schicken, was ihr euch geholt habt. Ich freue mich immer über euer Feedback. Und ja, wir hören uns bald wieder.